Hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Revelations zu Part 90. Es tut mir leid, dass ich jetzt, dass ihr, wenn ihr jetzt nochmal Sequenzen seht, was ihr schon gesehen habt, was ich schon gespielt habe, tut es mir dafür leid, weil ich spiele jetzt halt nochmal und zum Zeigen nochmal die Sequenzen nochmal nach, wie das dann ist, wenn ich 100% habe. Deswegen dieselben Sequenzen nochmal, wie vom Anfang. Das ist kein erlaubter Zug. Eine europäische Variante. Arocco. Interessant, aber unehrenhaft, wenn du nach anderen Regeln spielst als dein Gegner. Das mögt ihr anders sehen, wenn ihr Sultan seid. Soll ich ihn zurücknehmen? Süleyman, ich weiß, es war sehr hart für dich. Mein ewiger Streit mit deinem Vater um Bayezids Thron. Großvater hat euch erwählt und sein Wort ist Gesetz. Daran gibt es nichts zu deuten. Euer Vater und ich standen uns einst nah. Aber seine Grausamkeit und sein Ehrgeiz haben... Ich kenne die Gerüchte, Onkel. Nun, ich treffe mich bald mit dem Visieren. Sollen wir ein anderes Mal weiterspielen? Wann immer ihr wollt. Wenn ihr dieselbe Sequenz nochmal seht wie jetzt, dann tut's mir halt gleich, weil... Tarek verkauft Musketen an einen örtlichen Schurken. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Traurige Geschichte. Der letzte byzantinische Kaiser war Konstantin Palaiologos. Falls sein Erbe eine Art Miliz bewaffnet, wird der Konflikt eskalieren. Tarek weiß, wohin die Musketenlieferung geht. Wenn ich ihn ausfindig mache, kann ich den Waffen folgen bis zu den Byzantinern. Er ist wohl bei seinen Janitscharen in den Baracken. Wollt ihr euch ihm nähern, müsst ihr einer der ihren sein. Kein Problem. Güzel. Besorgt euch die Information? Dann tötet ihn. Seid ihr sicher? Ihr sagtet, Tarek und euer Vater seien gute Freunde, Süleyman. Das ist wahr, aber ein solcher Verrat an meinem Großvater verdient den Tod. Verstanden. So. CK. Habe ich geschrieben. Weiter ein Gegner aus einem Versteck heraus eliminieren. Ja klar, natürlich. Aber das hat es, habe ich gemacht, aber der Penner hat es mir. Ja, das Spiel von Penner hat es mir leider nur als Ding angezeigt. Hat es mir leider nicht gelten lassen. Deswegen habe ich dann einfach weitergespielt und deswegen war es auch als Fehler. Obwohl ich den ja einen aus dem Versteck schon gekillt hatte. Das war ja das Problem. Das hat mich ja nicht. Mich ja nicht machen lassen, das Spiel. Das war nämlich das verdammte vereiste Problem bei sowas. Sei still jetzt. Sonst gibt's. Bist du des Todes, Junge. So. Wow, bleib da dran. Ach nee, ich geh lieber da hoch, das ist besser. So. Genau. Du hältst schön hier die Backen, Alter. Du bist jetzt ganz schön still hier, mein Freund. Das kannst du mir glauben. Von dir will ich jetzt hier überhaupt gar keinen Ton hören hier. Super, Ezio. Du machst deine Sache wieder mal richtig gut. Perfekt. Hoffentlich fuckt mich das Spiel jetzt nicht gerade schon wieder ab. Und denken muss, wenn ich einen auf dem Versteck töte, dass das dann jetzt... Ah, wir sind ja schon richtig gerade. Dann springe ich gleich mal hier rüber kurz. So, hier hin, jawohl. Aber jetzt als erstes mal hier den Typen erstmal ausfindig machen hier. Dass wir das dreckige Ziel lokalisieren hier. So, den Hammer. Jetzt aber hoffentlich. Hier ist nämlich ein Heuhaufen. Hier bin ich aus dem Versteck heraus, habe ich.
erzählst das jetzt endlich aus dem Versteck heraus. Oder nicht? Alter, verarscht ihr mich jetzt gerade? Ich bin doch im Versteck gerade drinne. Warte mal hier. Ein Gegner aus einem Versteck heraus eliminieren. Boah, Alter, ich wüsste, wie ihr das wollt, ey. Also so lasst ihr es nicht zählen, das weiß ich jetzt schon. Ich will mal wissen, wie ihr das dann zählen lässt. Aus dem Versteck heraus eliminieren. Warte mal, ich muss kurz nochmal schnell dafür jetzt diese Rauchköderbomben. Warte mal. Donnerbomben. Die werden zu. Warte. Das ist einer? Hä? Verarschen die mich jetzt gerade irgendwie? Warte mal, warte mal. Das will ich jetzt genau wissen. Warte mal, gehen wir kurz nach oben. Das muss ich jetzt gerade mal nachprüfen hier. So. So müssen wir uns die beendet. Ein Gegner aus einem Versteck heraus animieren. Eigentlich schöne Erinnerungen. Trophäe erhalten. Ja, na also, jetzt hat's geklappt. Geht doch. Warum mit gleich so? So, was das ist die Geschichte von Subjekt 16. Okay, Erinnerung 1. Das Ende ist nur der Anfang. Okay. Genial. Wenn ich wüsste, wo wir hier jetzt angekommen sind. Sieht schön aus. Echt, war echt eine schöne Gegend, finde ich. Ah, bestimmt ist das der Animus. Ach, das ist das. Dann sind wir uns also einig. Das Ziel erreichen und dann nichts wie raus. Okay, das ist jetzt das hier. Aber jetzt kann ich nichts machen, ist okay. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und obwohl ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang. Okay. Klick hat Marek. August, 6. August 2012. Naja, das ist Subjekt 16, da ist er auch. Da haben wir ja sein Grab, also. Seine Beerdigung war hier. Deswegen sah das draußen so schön aus. Okay. Dann wollen wir mal hineinspringen. Oh, jetzt
Jetzt schließt sich das Ding hier auch noch. Hm. Cool, dadurch hat es sich jetzt geschlossen, dadurch, dass sie reingesprungen sind. Okay, wir haben ein bisschen was und über... Dann standen wir alle auf und schrieben unseren Traumberuf an die Tafel. Ich will Astronaut werden, Papa. Hast du deinen Sohn gehört? Das Kind möchte Raumfahrer werden. Jetzt haben wir ein bisschen was über Subjekt 16 erfahren dadurch. Cool. Über einen Clay. Nein! Abgestürzt. Scheißen Dreck schon wieder. Das ist doch keiner zu glauben, ey. Alter Vater, ey. Da kommen wir ja nicht drüber, sonst. So. Jetzt aber. Perfekt. Gott sei Dank kann man hier springen. Das ist das Beste. Hier hat man ein bisschen was bei 16 erfahren. Das finde ich genial. Hä? Haben wir uns verlaufen gerade eben, oder was ist los? Hä? Das war doch der einzige... Hallo? Beweise dich, Novize. So, hier. Kannst du einer von uns sein? So, jetzt. Ich wollte schon gerade sagen, das Ding verarscht mich jetzt gerade. Das kann doch verwendet sein. Wow, vorsichtig. Perfekt. Wo geht's jetzt hier hoch? Uiuiui. Lass mich schon hier rüber. Ui. Wow, 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 war knapp. Huhuhu. Mann, ist das schön. Ich will keinen Schritt wagen, ohne zu fallen jetzt. So. Wow, das war knapp. Das war verschissen nochmal knapp, Alter. Wow. Ja, lass mal. Lalalala. Warte. So, ein Entschlüsselungsfragment. Ich versuche die ganzen Entschlüsselungsfragmente damit einzusammeln, auf alle Fälle. Okay, das war jetzt, so, dann haben wir das jetzt schon mal. So, dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schreibt mir in die Kommentare, das wäre nämlich nett. Dankeschön. Also, dann bis gleich. So.